Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und ich habe ja dieses Pipi gesehen und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich es haben, jetzt muss ich eindringen. Und ich wollte eigentlich zeigen, ich habe die Pokémon in der Box eigentlich benannt. Aber wo wirf. Hä? Ich habe gerade ausgeworfen. Pipi. Ich habe Pokémon, die restlichen Pokémon in der Box noch Spitznamen gegeben. Und jetzt muss der Pipi auch nochmal eins geben, einen Spitznamen. Und ich habe keine Idee. Aber immerhin kriegen wir noch Level Up dafür. Auch sehr gut. Ihr habt schon gesehen, was da Phase ist mit den Namen. So, was steht denn über Pipi drin? Wegen seines reizenden Aussehens und Wesens ist Pipi beliebt. Aber man sieht es nur selten, da es anscheinend nicht viele Exemplare gibt. Ja. Schnell weg kurz. Und in den Ich zeig euch einfach mal, warum die so heißt und weshalb so. Also, Mio und Pikachu habe ich nicht so benannt, weil bei Pikachu bin ich mir halt nicht sicher. Lass ich einfach so. Und Mew auch. Das ist ja der Train. Warzlo, weil dieser Samen wird ja zu einer riesen Schildkröte mit ganz viel Warzen. Also eine Schildkröte halt, ne? Sieht halt aus wie eine richtige Kröte. Das ist Queen. Und das ist King, ist hoffentlich selbsterklärend. Das ist Hamtaro wegen Hamster, nur in hässlich. Okko-san, eine Taube. Alter, was ist los? Mein Joy-Con spinnt. Der Butler, ja, haben wir Sido, haben wir auch schon gehört wegen Akrobalin. Kingpin, weil er aussieht wie so ein Pin für ihr wisst schon, mit der Nadel zum Anpinnen. Sir Leopold, der Zorni und Pipi benennen wir jetzt mal. Er ist fett. Er heißt fett. Man nennt ihn Boba Fett. Pipi Fett. Also wir sprechen ihn Pipi diesmal mit seinem Nachnamen an. Mit ihrem Nachnamen oder seines, keine Ahnung. So, wir erforschen weiter die Höhle, das Paras haben wir natürlich schon. Und ein Pokéball, also. Uah. Ein Aufwecker. Hast du ein Gesteins-Pokémon? Du Streber. Boah, schleich dich nicht so an. Ich bin vor dir gelaufen. Tüftler Mirko. Alter, sieht ja echt gruselig aus. So, als wenn er in seinem Hobby total drin ist. Ein Slimer, also. Das ist ja von Pokémon Gift schon wieder. Typ Gift. Ach ja. Setz mal eine Stachelspore ein. Und dann wechseln wir. Ja. Slimer ist paralysiert und greift eventuell nicht an. Alter, habt ihr dieses Geräusch gehört? Gut. Los, Pikachu. Ich lasse da paralysiert. Wieso darf es so oft angreifen? Ich weiß nicht, ist Doppelkick hier ein bisschen effektiver gegen Pokémon von Typ Gift? Ich habe keine Ahnung. Nein, ist es nicht. Mann. Merkt mir einfach normal. Einfach normal. Giftwolke. Ja, danke. Ja, vielen Dank auch, Streber. Mit Gift ist echt hinterhältig, weißt du, ne? Ein Dick-Move. Oh, Donnerschock. Es ist paralysiert, aber er ignoriert es einfach. Es wird einfach ignoriert. Sehr schön. Dürfen wir Pikachu nochmal vom Gift heilen. Oh, Queen erreicht Level 12. Und lernt Hornattacke. Ja, klar, dann kommt Silberblick raus. Ja. Mit diesem Pokémon hat's also nicht geklappt. Alter, er weint. Wie schlimm. Ich hab sein Hobby zerstört. Alter, ich hab sein Hobby zerstört. Krass. Genauso weine ich auch, wenn mich Leute disliken. Genauso. Alter. Medizintasche habe ich Gegengift dabei.
Ja, habe ich. Sehr gut. Sogar 4 Stück. Vergiftung Pikachu gehört halt. Sehr gut. Dann geben wir nochmal einen Trank. Und ja. Sehr gut. Pipi haben wir schon. Hier sind wieder Trainerkämpfe. Ich hoffe mal echt, dass wirklich mal langsam ein Pokémon, ein Trainer kommt mit Gesteins-Pokémon. Zubat, ein riesiges. Ich habe auch schon einen Namen für ihn. Ja, ein wildes Zubat, ein riesiges Zubat. Wir geben ihm aber erstmal eine Beere. Was die Beere bringt, genau weiß ich nicht. Aber Himbeere weiß ich, dass leichter fangen. Zumindest steht das da. Und dann ziehen wir und... Du Lappen. Ach, ich muss nochmal zielen drücken. Ist es dein Ernst, Zubat? Wo werfe ich denn hin? Zubat! Ich habe nach rechts geworfen, nicht nach links. Es ist nämlich verarschen. Ich verschwende alle meine Pokébälle an einem Zubat. Ich werfe immer daneben, obwohl ich gerade werfe. Das ist so sinnlos. Jetzt ist es natürlich ja klar, aber es wird wahrscheinlich nicht drin bleiben, weil es ein normaler Pokéball ist. Oder? Ja, sag ich doch. Ah. Komm, hier kriegt eine seltene Sananabeere. Einfach mal so. Bitteschön. Da. Du bist nur ein Zubat, Mann. Für dich, von dir gibt's Tausende. Bleib jetzt drinne. Alter, ist das dreckig. Gib mir die... Zubat, hier. Okay, eine Himbeere. Ich verschwende garantiert keine Dinger mehr an dir. Du kleiner, dreckiger Lappen. Egal, nimm mal das nächste Zubat. Ist mir scheißegal, von dir gibt's Tausende. Eine Sprühdose Schutz. Danke. Und damit wir dann mal Zubat auch holen, ich hole mir das jetzt, ist mir egal. Wir haben Lockmittel bekommen. Lockparfüm. Und ich besetze das jetzt hier ein. Ein mysteriöser Duft breitet sich aus. Wonach rieche ich denn jetzt? Bin gespannt. Ein Kleinstein? Nein. Kleinstein, dich mag ich nicht. Dich habe ich schon. Zubat. Hm. Ich rieche also nach Stein, nach Gestein. Danke, Kleinstein. Egal, ich fange dich einfach trotzdem. Aber nur, wenn du First Try drin bleibst. Alter, was ist denn los mit diesen Bällen hier? Ich halte meine scheiß Joy-Cons. Halte ich total gerade. Und es geht einfach nicht rein. Ich weiß, dass es knapp war. Kann ich die irgendwie zentrieren? Ach, weißt du was? Tschüss. Ich hab die schon. Auch wenn ich nur das Fang-Level. Kleinsteins also. Toll. Bevor wir da hochgehen, gehen wir erstmal hier runter. Zubat! Ein kleines. Ein sehr kleines Zubat, anscheinend. Ein winziges. Okay. Okay. Zubat. Wir reden jetzt von Mann zur Fledermaus. Warum wirst du niedrig? Jetzt natürlich, jetzt bleibst du, jetzt, oh, bitte bleib jetzt drinne. Danke, Zubat. Vielen herzlichen Dank. Ich habe endlich einen Zubat gefangen, Mann. Ich habe mich noch nie so gefreut, einen Zubat zu fangen. Tatsächlich. Alter, war das nervig. Er erreicht sogar das Train-Level ab. Zubat stößt während des Fluges Ultraschalllaute aus, um Hindernisse zu orten. So, Zubat. Nun zu dir. Und deinen Namen. Wir geben dir den Namen. Ein Name, den wahrscheinlich noch nie jemand anders dir gegeben hat. Batman. Weiß, ich bin heute sehr kreativ und hat noch nie jemand Batman genannt. Aber ich muss halt für jedes Pokémon, was ich fange, einen Namen geben und ich bin mir halt nicht sicher. Gut, wir gehen weiter runter. Paras.
erinnert mich immer ein bisschen, wenn ich der Paras mittlerweile höre, erinnert mich das eher an den Pokémon Go Song als von Dingens. Das Parfüm-Item wirkt nicht mehr. Ja, es hat auch gar nichts gebracht. Oh. Was machst du denn hier? Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Die tun ja so, als würden die damit angeben. Wir sind stark und jagen jedem Angst ein. Echt? Oh, 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 oh. 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 Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Oh. Ein Radfratz. Oh. Oh. Wow. Ich hab Angst. Ich hab tierisch Angst. Furchtbar Angst. Giftpuder. Oh, hab ich Angst. Er jagt mir eine Menge Angst ein. Tja, Radfratz. Hast du so gedacht, ne? Gut, dann greifen wir halt normal an. Mit Absorber. Ja, wenn er natürlich, er darf natürlich zuerst mit Rucksack, ist ja klar. Aber wir holen uns das Leben schon wieder. Die KP. Kraftpunkte. Oh, er greift doch nicht an. Na gut, dann halt nicht. Doch, er greift an. Den mal die Fratze von diesem Rüpel gesehen, Alter. Sieht aus wie Mitte 40. Er sieht aus wie Mitte 40. Wie so ein Typ, Alter. Wie ein Mitte 40er, der so tut, als wenn er zu den 20ern, zu den Kids heutzutage gehören will. So sieht er aus. Ich hab's ermasselt. Du gewinnst 252 Poké-Dollar. Danke, danke. Was musst du sagen? Meine Kollegen würden das nicht hinnehmen. Ja, schön und gut. Was haben wir hier? Oh, cool. Man sieht schon das woanders. Du findest ein Sonderbonbon. Cool. Guck mal, man sieht schon die anderen Wege. Nein, Zubat! Lass mich in Ruhe. Pipi haben wir auch schon. Oh. Paras. Was ist los? Nichts, ne? Okay. Kannst mich ruhig auch in Frieden lassen. Ist kein Problem. Die wollen es halt doch jetzt alle, ne? Die wollen es diesmal alle. Ich verstehe es nicht. So, Leiter wieder hochklettern. So, können wir jetzt hier irgendwie gleich mal auch Gesteins-Pokémon als Gegner haben? Würde mich sehr freuen. Nicht wilde? Also die Pipis sind hier viel zu häufig. Die tun ja so, als wenn das gar nicht mehr selten. Hi. Wow. Diese Höhle ist unerwartet groß. Oh, ja. Joa. Miriam. Die sehen auch alle gleich aus, ne? Pipi. Okay, Strunki, du weißt, was zu tun ist. Wir müssen ihn paralysieren oder vergiften oder beides. Nein, es gibt nur eins, ne? Wir vergiften ihn. Sie. Und dann wechseln wir zu Pikachu rüber. Und setzen Doppelkick ein. Na, du willst mich wohl nicht einschläfern. Pokémon. Pikachu. Ja, Doppelkick gleich einsetzen. So, Strunki. Vielen Dank. Los, Pikachu. Ein Igler. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Oh, nee, mach doch nicht ruhig. Das ist eine scheiße Attacke. Eine scheiße Attacke ist das. Jetzt hast du mehr Verteidigung. Komm, Doppelkick. Ach, das hat ja den Typ Fee bekommen, ne? Oh nein! Das ist ja gar nicht mehr stark. Oh nein. Komm, Brutzel ist nieder. Was für ein dummes Vieh. Ah, Mew erreicht noch Level 11, das ist auch sehr schön. Sternschauer. Ah. Oh nein, ich habe verloren.
Danke. Danke für die für das Geld und für die Pokémon. Bälle, nicht Pokémon. Hallo? Ja, hör auf uns zu folgen. Tue ich doch gar nicht. Ja. Hey, Kleiner. Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Du bist nicht hier, um die Höhle zu erkunden. Du bist hier, um da rumzustehen. Für was anderes bist du nicht hier. Knirps Luan. Ich kenne Train. Der wird... Ich weiß jetzt schon... Ich weiß, ich habe Trains Part nicht gesehen. Also von meinen Kollegen. Der wird ihn nicht Luan nennen. Der wird ihn Knirps Huan nennen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Der ist so drauf. So, das war's mit Knirps Huan. Armes Sandan. Verlieren ist total uncool. Ja, das sei kein Huan. So, Wanderer. Da oben ist bestimmt Mond-Dings, ne? Ja, muss. Ne, eine Perle. So, wir reden mit dem Wanderer, denn ich hoffe mal, dass er Gesteins-Pokémon hat. Oder auch nicht. Was? Ein Kind? Mann, hast mich vielleicht erschreckt. Guck, habt ihr den Krater gesehen, Alter? Den Krater unter ihm? Wanderer Rufus. Der Krater ist entstanden, weil er gepforzt hat. Er hat gefurzt. Da entstehen halt unter einem Menschen richtige Krater. So, das müsste jetzt ein Leiterkampf sein, genau für unser Strunki vorgesehen. Sehr schön. Weg mit dir, Kleinstein. Nö, bleib so. Die haben ja eh keine Chance. Ah ja, da kann ich mal eine Frage des Tages stellen. Welches ist, was ist eigentlich euer Lieblings-Pokémon? Das würde ich gerne mal wissen. Einfach nur mal so. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Strunki erreicht Level 14. Ich kann euch mal meins sagen, aber meins gibt's hier in dieser Schlafbude. Nee, komm. Oder? Ja, doch. Da kommt irgendwas anderes weg. Nein, nicht Absorber. Komm, Säure weg. Ja. Welches ist euer Lieblings-Pokémon? Meins ist Garaborn. Jetzt hast du mich gleich zweimal überrumpelt. Du gewinnst 400 Pokédollar. Ja, danke. Jetzt tu nicht so verlegen, ne? Tu nicht so verlegen. Wir reden mit dem Typ, Dude hier. Halt! Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Hm? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Was für ein Lappen. Du sollst mal aufhören, mir in die Taschen zu gucken. Du kannst doch nicht einfach bei wildfremden Leuten in die Taschen gucken. Das macht man nicht. Huch. Miauts. Müssen wir hier durch? Weil ich würde gerne nochmal die anderen Gang ablaufen. Ich gehe nochmal kurz Kontrolle machen. Ach nö. Warum laufe ich einfach weiter? Nein, Kleinstein, hör auf, mich zu schlagen zu wollen. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, hier müssen wir tatsächlich weiter, oder? Ich glaube, hier geht's weiter. Deswegen gehen wir nochmal den anderen Gang da ab. Wir haben eine Treppe ausgelassen. Eine Leiter. Und ja. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss echt aufpassen, nicht in die Gegner reinzulaufen. Ist ja furchtbar. Guckt euch den Krater an. Er hat einmal gepupst. Einmal nur. Nur einmal. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Nur einmal hat er da reingebläht. In die Höhle. Ja. Und sofort ist er in der Höhle sofort. Ja. Pokémon Massenpanik. Jedes Pokémon. Alter, was ist hier ab? Ein Nugget. Ein Nugget. Sonst ist hier gar nichts, außer Pipi-Party. Ja. Pipi-Party, Alter. Wisst ihr, wie sich das anhört?
Oh Mann. Gut, dann geht's jetzt da unten wieder weiter, wo wir auch eben aufgehört haben. Mensch, Mensch, Mensch. Kleinsteins überall. Finde ich aber nicht, finde ich aber gut. Finde ich gut. So lässt die, so ist die Höhle auch sehr schön. So kann man auch, eigentlich muss man, eigentlich müsste ich mal einfach nur mal so, weil es sich gehört, einfach mal alle Kleinsteine, auch viele Pokémon fangen, ne? Ich fange jetzt nur keine Doppelten. Weil ich bin kein Shiny Hunter. Gott. Wobei ich mal gerne mal machen würde, aber irgendwie denke ich mir so, in einem Part ist das irgendwie viel langweilig, denke ich. Dass es für die Leute langweilig ist, deswegen, na. Gut, der nächste Trainer. Hallo. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Oh, es wird ernst. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Ein Traumato also. Ah. Ein Traumato. Ja, 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 ja. Guck doch mal die Finger an. Er denkt sich auch so, lol. Was zu essen? Gut. Schlafpuder. Beruhig dich, Bruder. Sehr schön. Ich muss die Benachrichtigung mal ausstellen. Gut, es schläft. Und jetzt können wir es langsam und genüsslich absorbieren. Oh, es schläft immer noch. Und es träumt ganz nie, ganz Süßes. Es träumt, wie es uns verspeist. Durch sein Rüssel. So, es ist auch gleich besiegt, denke ich. Oder? Ja, sehr gut. Aber immerhin ein Traumato, ne? Das ist schon cool. Nicht schlecht für einen Winzling. Du gönnst 252 Poké-Dollar. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, ich gehe hier noch einmal um die Ecke. Hol den Ball da ab. Und steck mir den Trank in die Tasche. Und dann würde ich sagen, hier in der Ecke beende ich die Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir den Mondberg auch verlassen werden. Da werden wir den Mondberg verlassen und wahrscheinlich in Azuria City ankommen. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Und bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.